Und damit willkommen zurück hier bei Warlocks Exiled. Xara ist auf dem Vormarsch und Nefertia folgt. Aktuell sieht das leider nicht ganz so gut aus, würde ich mal behaupten. Eine Menge Bewegung. Allerdings scheinen sie ein festes Ziel zu haben. Und da wollen sie durch das Portal hindurch. Die schöne Festungsstadt. Ja. Schauen wir mal. Rattenhorden. Wir werden sie natürlich wieder von dannen teleportieren. Ist doch klar. Gut, Rabendorf soll das nächste Angriffsziel sein. Okay, er darf hier leider nichts machen. Wir dürfen irgendwo was bauen. Wir dürfen hier unten was bauen. Gut, dann würde ich doch sagen, nutzen wir das aus. Klar doch. Warum nicht? Warum nicht? Wir dürfen noch woanders da was bauen. Hier oben. Ich würde auch hier sagen, doch, wir machen eine Verteidigung, danach Gold. Nö. Sehr schön. Hier unten müssen sie erst einmal alle vorbei. Wie auch immer. Und solange hier nur eine steht und wir hier diesen Spielereien so mit diesen ganzen Türmen durchziehen können, soll man das recht sein. Hier machen wir auf alle Fälle nochmal Goddess, weil wir müssen auch natürlich die Waren von dort unten holen. Beziehungsweise das Vampirlager leeren, ja, also so gemeint. Hier kümmern wir uns erstmal um die Fernkämpfer. Ich hab so... Okay. Hätte ich die jetzt angegriffen, hätten mich nämlich die Fernkämpfer auch angegriffen. Darum ging es mal eigentlich. Einen Weitschuss hier rein. Kollege. Okay. Das lasse ich mir doch mal gefallen. Zwei Beförderungen. Hier noch. Tausende Städte. So. Und den Heiler. Ich wollte schon sagen, mach den Heiler weg. Aber nö. Ja, die Stadt dort oben werden wir verlieren. Dann kann ich machen, was ich will. Machen wir es so. Die Frage ist... Es langt schon. Sehr schön. Heilen wir die. Ihr bekommt... Ja, Fernkampf habe ich jetzt nicht so den Schiss, ne? Das da. Du bekommst... 50% Totschaden. Ja. 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 Warum denn nicht? Bitte einmal dahin und... Wäre schön, wenn du das Viech da mal kaputt kriegen würdest, Junge, ja? Das kann ja nicht sein. Bis dahin ist da oben schon wieder einer gespawnt. Da bringt mir das gar nichts. So. Wir könnten allerdings Glück haben dort oben, ne? Wenn die sich hier nicht irgendwo mal einig werden und Gruppen kuscheln, sehe ich schlecht für Armageddon. Ja, gut. Zwangsweise hätte ich jetzt schon einen Platz auserkoren. Zwei Plätze auserkoren. So, und wie oft kriegst du die? Nix gegen nix, ja? Also, ich meine nicht, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Also, ich gönn's ihm nur nicht. Okay, aber... A new spell has been researched, my lord. Oh, damit sind wir auch fertig. Okay. Lass mal gucken, wie wir effektiv Armageddon hier unten einsetzen können. Für mich sieht das schon sehr effektiv aus, oder? Bestimmt. Friendly Fire hat noch nie geschadet.
jetzt nicht euer Ernst, oder? Da weiß ich ja schon, was wir als nächstes machen dürfen. Fruchtbarkeit, da auch Rubergine. Allerdings auf dem Feld. Was ist das da eigentlich? Da ist eigentlich nichts drauf. Nein, ich wollte erst da ihn. Der macht dagegen. Das macht mehr Schaden wie Weitschuss. Das ist doch abartig, oder? Irgendwie schon. Okay, wir haben die Zustimmung und Ruhen minus 3. Das gefällt. Dann hätte ich gerne... erweckt eine gefallene Einheit bei voller Gesundheit zum Leben zurück. Das ist ein Zauber, den ich noch nie verstanden habe. Roter Drache, Gegenzauber, da ist jetzt eigentlich nichts dabei, was ich unbedingt haben müsste. Unsichtbarkeit wäre natürlich auch ein schönes Zauber. Lebensmagie-Schaden noch zusätzlich. Wie weit sind wir denn da? Rune des Zorns hätten wir. Da wäre es Berserk. Steigt die Angriffskraft des Ziels erheblich, fügt ihm jedoch auch Geistmagie-Schaden zu. Mhm. Magiehass. Rune der Navigation. Ja, ist da was dabei gewesen, wo man sagt, Vulkan wäre auch sehr nett, ist aber sehr hässlich. Elementar? Nee, das ist jetzt nicht so eile. Elementare Regeneration. Ja, also Heilung über Zeit. Unwetter wäre natürlich nicht schlecht, ne? Erhöht vorübergehend die von der Einheit der Fraktion. Das ist, glaube ich, ja, das machen wir. Ja, kostet nur eine Runde, also dann sind sämtliche Einheiten ein Erfahrungsboni und das hat doch dann schon mal was, oder? Jetzt kann er wieder was. Ach, da drüben. Ich wollte schon sagen, wieder irgendwo in unsichtbaren Halunken. Machen wir so. Du kommst doch nicht bis rauf. Genau, machen wir das so und ihr, ja, why not? Die da. Die da drüben an der Lampe steht. Halt. Stopp. Nicht so schnell. Gut. Holen wir das doch relativ fix wieder zurück alles, hm? Das Einzige, was ist, hier oben natürlich eher ungeschickt. Die Dragomorgadisten brauchen noch. Die habe ich aber auch erst einen Auftrag gegeben. Sehr schön. Sehr schön. Also, ihr stellt euch da in den Wald rein. Danach die Krähen. Dann schauen wir, was da oben los ist. Ist so die Frage. Ihr heilt euch. Du machst natürlich das einzigst Richtige. 161. Ja, Ballott nochmal. Rabendorf, du wirst auch bald fallen. Sehr schön, das Schiff hat mir eigentlich einen Gefallen getan. Da hat er ebenfalls einen solchen Ritter. Ich hab's ganz genau gesehen. Ihr wollt echt durch das Portal. Ihr wisst schon, dass euch auf der anderen Seite Tod, Leid, Verderben und Tod erwartet. Das machst du bestimmt nicht. Hey, das ist mein Turm. Meiner. Sprecht mir nach. The new spell research is complete. So. Und so. Das brauchen wir auf jeden Fall hier drin. Ja, ansonsten zahle ich mich dumm und dappig. Dumm und dappig. So. Da rein.
Die dürfen leider nichts angreifen. Wenn die aus der Stadt rausgehen, gehen die anderen rein, dann haben sie sie. Das ist schlecht. Du hilfst hier mit. Sehr schön. Dann hätten wir das schon mal. Ich würde sagen, den werden wir auch gleich mal erfnehmen. Das müsste ja dann hier eigentlich irgendwo sein. Ja, so viel dazu, ne? Andere Zauber zeigen. Gut, da weiß ich zumindest... Waren die schon immer da? Oh Mann. Nope. Nope. Ist ein Segen. Ja, da war er, da war er, da war er. Mist. Drei Runden. Dann machen wir erst den. Okay, passt. Mal gucken, war hier noch was dabei? Ja, natürlich, was waren hier dabei, was wir noch nicht haben? Oh mein Gott. Landreinigung, Wohlschwäche, magische Barriere. Wir könnten auch hier natürlich gleichermaßen gucken. Schattenschlag könnten wir machen, das Netz. Nö, nö. Land absenken, das ist das Einfache. Wir könnten hier natürlich nochmal die Unruhen senken. Noch eins weiter. Ja, Helias müssen wir auf alle Fälle ein bisschen nacharbeiten. Gab es hier was eigentlich? Verwandelt Landschaft eines Ziels in eine Wüste. Wäre super für die Mana-Produktionsgebiete, aber lassen wir mal. Das wäre auch nicht schlecht. Komm, wir machen das und danach die Unsichtbarkeit. Nein! Ha, sehr schön. Oh. Na, die hindern wir auf alle Fälle trotz alledem mal gerade durchs Durchkommen. So. Ich meine, wenn Xara natürlich so doof ist, dann kann ich ja auch nicht helfen. Sorry. Den Turm werden wir verlieren. Leider, leider. Das habe ich aber schon halbwegs gedacht, dass das geschieht, ne? Da oben sind wir ja, glaube ich, soweit durch. Ja, das wird noch so eine Ewigkeit dauern. Die kommen dahin. Eure Krähen hierhin. Das sind jede Menge Elementare, ne? Dürft ihr eigentlich noch? Ne, dürfen nicht. Es muss nochmal irgendwo ein Elementar-Spawn-Ding sein. Dort oben ist auf alle Fälle noch eine Gruft. Das sind Vampire. Ach. Halt. Stopp. Nee, die haben. Okay. Dann geht defensiv, bitte. Und ihn. Macht das mal und haben die einen Bewegungspunkt mehr. Why ever. Okay, da oben nochmal. Aber jetzt. So. Nefertia. So, zeige, was du drauf hast. Yep, das war klar. Boah, die viel Zeug da. Ja, wenn wir den anderen sauber haben, 100% weniger. Und dann können wir Feuersturm spammen, ohne Gnade. Das war's für den Turm. Und sauen auch direkt ab. Ja, Minotauren sind die einzigsten, die einen Angriff machen dürfen. Und wenn sie die Einheit vernichtet haben, danach sich nochmal bewegen. Ziemlich overpowered. Aber okay. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich... den wachen Geist. Ich meine, die 10 Unterhalt können uns fast egal sein. Nach da oben, ja, tatsächlich richtig gesehen. Dragomorts. Bitte dahin, danach da rein. Wir dürfen wo was bauen. Dort oben. Wow, logisch, dass wir da oben was bauen dürfen, oder? Ich meine, wenn da das Gebäude schon kaputt gemacht wird. Ha, Kabu, Kabu, Kabu.
Ja, das sollte gehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand diese Stadt holen kann. So könnte knapp werden mit denen da. Die wollen in Ra noch sterben. Wie mir scheint, was denn da? Meeresbüschel, ne? Hm. Also irgendwie haben die da einen Pakt geschlossen. So kommt es mir zumindest vor. Ja, das da oben wird natürlich auch noch so eine unendliche Geschichte werden. Yep, warum nicht? Und hinein. Diese Stadt behalten wir. Vorerst. Die Hauptstadt. Das wird dann schon noch was geben. Okay, was dürfen wir denn machen? Die Stadt hat ja schon mal hohe Einkommen. Allerdings nahrungstechnisch natürlich eher an der unteren Grenze. Eine Schweinezucht. Plus 6, okay, das passt. Och, guck mal an, da ist dann auch schon das Ende. Das sind doch nochmal solche Viecher da, ne? Jo. Kitzeln wir die erstmal damit. Nenne ich effektiv. Definitiv. Die dürfen ebenfalls Raben holen. Raben zu graben. Und zwar sollen die mal dann darauf gucken, ob da was ist. Und wenn wir dann das Gebiet frei haben, sehen wir ja, was die wollen. Auf alle Fälle hier heiliger Boden, da heiliger Boden. Das ist hier fast sogar nochmal lohnen, ne? Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Also das will ich ja mir für den Schluss aufheben, um eben dann nochmal so einen Avatar zu holen. Ach so, ja, weil die hier die Diebinnen sind. Ich hab's verstanden. Ist schon klar. Okay. Ihn lassen wir jetzt ein bisschen da drinnen. Ja, die werden sich jetzt hier die Türme ordentlich befetzen, aber wir haben hier einen Turmvorteil. Nicht witzig, dass die ja jetzt Einheiten da runter schickt. Ah, er hat's noch gemerkt. Hey, wir bleiben hier stehen. Oh, nein, doch nicht. Oh nein, meine armen Krähen. Raben. Oh nein, meine armen Raben. Neu-Org. Wenn Türme leveln könnten, wäre das natürlich nochmal ultimativ, ne? A new spell has been researched, my lord. Oh, sehr schön. Das geht aber fix. Get him. Get him. Dahin und hier mal. So. Ja, genau, die Lebenswaffenverzauberung. Allerdings, wir sind gerade an etwas ganz anderem dabei. Dann habe ich gesagt, machen wir die Unsichtbarkeit. Sehr schön. Hier. Und da nehmen wir natürlich die da hier. Ist doch klar. Sehr schön. Wenn die Stadt zumindest was von dem bekommen würde, dass sie schneller hochkommen würde. Oh, wäre das immer. Das Wichtigste erstmal das. Hierhin und da. I hope it, die Stadt kann ich schießen auf meinen großen Meister. Hier. Und hier. Geh mal eins vor, damit du den da töten kannst. Ich muss hier echt aufpassen, wenn da die ganzen Viecher sind. Also Raben wären da nicht schlecht. So, machen wir erstmal die Mages weg. Ausgewählter Krieger. Oh, hat der eine Imba-Waffe. Wir sollten kapitulieren. Wir haben keine Chance mehr gegen die KI. Okay, mal nicht so großmaulig sein. Großmäulig sein. Ich überlege gerade, könnten die natürlich so ein bisschen mitschicken. Und die bleiben hier im Spielpostenbereich.
Ja, die lassen wir erstmal in der Stadt dann parken. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir werden jetzt dann da draußen mal diese Meerbüffel-Dinger da suchen, wobei das werden die alleine nicht schaffen. Aber wir können sie gleich wieder zu Dragamore Gardisten upgraden. Das lasse ich mir gefallen. Hier oben bräuchten wir allerdings auch noch ein bisschen was. Die kommt mir hier mit zu vielen Einheiten durch. Dumm. Das andere hat mir jetzt gerade aber weniger gefallen, dass sie jetzt natürlich gegen die Stadt geht. Okay, das ist ihr Todesurteil. Ich glaube, da braucht man Zauberbereit, um auch dort dann diese Minotauren da vernichten zu können. Effektiv? Och man, jetzt hat es ein Krieger da weggestellt. Fixing on the fly. Oh. 100% schnellere Zauberkraft. Ist das nicht schön? Wir müssen natürlich noch eine Runde warten. Ist ja klar. Mann. Nein. Und. Ach, das ist die Stadt gegen diese Meeresbüschel. Meeresbüschel. So. Das übliche Xara. Vergiss es, du kommst da unten nicht durch, auch wenn ich all meine Türme dafür brauche. Mensch. Die hier und die hier und. Da darf ich leider nur die. Okay. Sollte. Pfeife. Der war mal so gut. Der war mal so gut. Also haben die Helden allgemein etwas abgeschwächt, habe ich schon festgestellt. Es wundert mich eh, dass ich noch keinen Außergewöhnlichen bekommen habe. Schade, schade, schade. Yep. Yep, machen das lieber so. So. Ich habe so ein bisschen Schiss, ihn da reinzuschicken, ja? Weil, ich meine, er hat ja immerhin noch nicht so hohe Risi-Werte, ja? Ich meine, Nahkampf, Fernkampf, das geht ihm am Hut ab. Ja, aber Geist und Tod und Elementar werden auf alle Fälle die letzte Rüstungsart für ihn, das letzte Schmuckstück, super gut gestalten. Ich will jetzt nur so einen Angriffszauber dann haben. Und ihn schicke ich hier ganz, ganz vorsichtig durch die Gegend. Die hier jetzt nicht ganz so sehr vorsichtig. Die brauchen noch für ihre Krähe. Die brauchen auch noch für ihre Krähe. Deffen. Und ihr heilt euch. Nächste Runde. Ja, die greift hier natürlich die Städte schön an. Die ziehen sich zurück. Das weiß halt jetzt, glaube ich. So langsam aber sicher. Oh mein Gott, dieser Kabulator steht direkt vor meiner Türe. Und diese Einheiten sind sehr, sehr schlau. Das muss man einfach lassen. So, jetzt darf ich mich gleich wieder wundern, dass ein Gebäude fertig ist. Oder dass ich wieder ein Gebäude bauen kann. Kakerlaken, wer hätte es gedacht? Zurück. Okay. Oh, wir dürfen woanders da mal was Neues bauen. Das ist natürlich nice. Mana? Warum nicht? Dann dürfen wir standardgemäß hier oben wieder was bauen. Da ist natürlich die Frage, die will ich hier überhaupt das Gebäude noch bauen? Ich meine, auf der anderen Seite. Oh, so viel bringt das ja nicht, ne? Schrein von Helia. Um da mal ein bisschen voranzukommen. Ich denke, warum nicht? Ein Angebot? Nope. Darf ich jetzt dann eigentlich... ja, natürlich. T
darf ich jetzt eigentlich diese Artefakte in 2 Runden herstellen? Werden wir gleich sehen. Und zwar nur andere Zauber. Wie geil! Einen Ring! Bevor ich jetzt einen Fehler mache. Aufs Lager ist ein Ring. Okay. Machen wir da ein. Da. Einen Ring. Buch, nein, Rolle. Ja. Die Hände. Die Hände. Die Hände werden's. Dann bekommt ihr Resistenz Elementar. Resistenz Tod. Resistenz Nahkampf. Das ist Schwachsinn. Regeneration. Kraft der Einheit. In der Tat. Gut. Das ist doch schon mal etwas Nettes. So, hier mal und hier mal und hier mal. Ha, jetzt ist natürlich die Frage. Wir wagen es. Wir gehen jetzt hier rein und werden danach hier die Hauptstadt angreifen mit dem einen Helden. Wir werden ja dann sehen, wie viel Schaden sie macht. Definitiv. Ob es was bringt oder nicht. Was blöd ist natürlich nur, ihr werdet dieses erst in der nächsten Aufnahmesession sehen. In der nächsten Aufnahme, also. Ich muss mich aber jetzt dann halt auch einige Tage gedulden, wie ich es sehe. Also von daher ist jetzt natürlich die Frage, die. War tatsächlich da hell drin. Jawohl, wir haben das super Schwert. Wir werden gewinnen. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Kraft der Einheit natürlich als erstes, als zweites zu Dragaborgadisten. Man hätte das vielleicht auch machen sollen, bevor man wieder angreift. Aber das Thema hatten wir ja schon. Das ist eher die Krähen. Na, so ein Glück. Ob ich das jetzt als Glück bezeichne, ist natürlich die andere Seite, ja. Ob ich das jetzt so als Glück sehe, ist die andere Seite. Schließen, geh mal dahin. Na? Blöd. Dann dahin. Das ist mir zu gefährlich mit Zweien da. Seine Resi-Werte dürften ja auch schon mittlerweile gut sein. Element 92%. Hallo. So. Der bräuchte mal Fliegen. Also er ist der Nächste, der gepimpt wird, auf alle Fälle. Damit. So, und die gehen auch zurück. Läuft halt den Weg. Wer ist denn da jetzt noch dran? Ach, die da drinnen. Da könnten wir eigentlich sowas machen. Regeneration. Nee, das kriegt ihr nicht. Hast du eigentlich das schon? Nö, weil ich kein Geld dazu habe. Für was gebe ich mein ganzes Geld aus? Ich weiß es gar nicht. Mann, 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 Mann. Okay, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Nefertia ist schon bald dran. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden sie hier an dem netten Knaben macht. Wenn natürlich die Stadt nur Fernkampf, aber ich glaube, es ist elementarer Schaden. Müssen wir einfach mal abwägen. Einfach schauen, was dabei rumkommt. Und Xara, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Dann bin ich mal gespannt, die anderen zwei Großmagier fehlen auch noch.
Ich würde definitiv jetzt erstmal sie niedermachen. Von ihr kommt ja nicht mehr so viel Gegenwehr, wie denn auch bei den wenigen Städten, die sie da noch hat. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Wie es wird, genau. Okay, dann vielen... komm, ich will zu meiner... Also ich klicke hier hin, wo meine Hauptstadt ist, ne? Und lande hier. Das ist doch auch herrlichst. Gut, dann vielen herzlichsten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba!